Stück weiter ist die Plattform, da kann man hochklettern. Uiuiuiuiui. Ui. In diesem Moment schlägt der Blitz in die Eisenstange ein. Wo ich loslasse oder wo ich sie noch festhalte? Gerade als du loslässt. Okay. Muss ja gefragt werden. Ihr wisst, also eure Charaktere wissen nicht, was passiert. Ihr merkt nur, dass ihr einen fürchterlichen Schockschlag in den Füßen bekommt, plötzlich, und alles Gefühl in euren Füßen verliert schlagartig. Auch diese Gestalt, der wir jetzt hinterhergerannt sind? Die auch. Das heißt, wir rutschen das Dach runter. Aber kommen wir erstmal zu euch. Also ihr bekommt einen fürchterlichen Schock, verliert für einen Sekundenbruchteil das Bewusstsein, und als ihr euch so von dem Schock erholt, merkt ihr, dass ihr eure Füße nicht mehr spürt und dass ihr das Dach heruntergleitet mit zunehmender Geschwindigkeit. Würfelt mal auf Agility, um zu schauen, ob ihr euch noch irgendwo festhalten könnt. Ne? Klar, Blitz, nasses Dach, Wasser leitet. Reicht. Alter, was ist denn heute mit meinem Agility los, ey? Das ist echt traurig, das ist ein echt ein Trauerspiel, ey. Du kannst, wenn du möchtest, Fokus ausgeben. Warte mal, ich muss mal gucken, was ich hier so auf dem Plan drauf. Ich habe hier noch plus 1 Save. Was ist denn das? Plus 1 Save bedeutet, du kannst einmal pro Abenteuer, ohne dass du Fokus ausgeben musst. So, also du schaffst es dich irgendwo festzuhalten. Ja. Du nimmst einen Hitpoint Schaden. Ja, und ich versuche direkt die Hand, wenn ich noch schaffe, zum Elfen auszustrecken. Nein. Gut. Nein. Der Elf leitet an dir vorbei, hält sich dann aber an der Dachrinne fest. Das heißt, er hängt vom Dach, aber er ist nicht gefallen. Er ist also vom Dach runter, aber du hörst ihn nicht unten aufschlagen, sondern du siehst so seine Hand noch irgendwo am Rande. Ja, auch ein Hitpoint Schaden bitte. Das war der Blitzschlag selbst. Und der die schwarze Gestalt, der geht es ebenso wie euch. Also als ihr danach guckt, seht ihr den gerade ein ganzes Stück von euch entfernt, auch das Dach heruntergleiten und dann herunterfallen und 6 Meter tiefer auf den Boden aufschlagen. Eieiei, was ein Chaos. Und jetzt kommt Dial die Treppe hinauf. Ja, yeah, es ist ein Blitzfänger. Ich hab mir es gedacht. So, Gareth, du darfst würfeln auf deinen Zauber. Oh Gott, wie war das nochmal? Du würfelst Zaubern. Wie heißt das? Sorcery? Ich vergesse meine eigene Regel. Ja, also wenn ich sehe, dass der da runterschlittert und das Dach runterfällt, würde ich natürlich dann umdrehen und runterlaufen. Jetzt guckst du auf die Dimension von deinem Zauber. Ihr seid in einer High Magic Region, das heißt plus 1. Du hast also eine 6, eine 3, eine 3. Was sagen die Dimensionen von dem Zauber, den du wirkst? 6, 6, 8. Also würde ich die 3 nochmal neu würfeln und hoffen, dass eine 8 dabei rauskommt? Der Zauber hat 6, 6, 8. Genau. Wie hast du vor, 6, 6, 8 zu schaffen? Unter normalen Umständen. Also warum lernst du einen Zauber, den du gar nicht schaffen kannst? Ja, eine geringe Chance war ja da, also. Welchen Zauber wolltest du überhaupt zaubern? Summon Elemental. Oh ja, viel Spaß. Oh. Hört sich nicht sehr zuversichtlich an. Es gab eine geringe Möglichkeit. Als Zauber oder als Ritual tatsächlich? Eigentlich wollte ich es machen als Ritual, weil ich ja denn da zwar ein bisschen länger brauche, aber... Ja, genau. Dann reden wir von, was sind die Kosten von dem Spruch? Moment, war glaube bei 20 Mana. Als Ritual würde es also 20 Minuten dauern. Und dann bekommst du noch keinen Bonus. Das würde ich halt dementsprechend dann in Kauf nehmen, ja, weil ich eigentlich damit auch gerechnet habe, dass das ein bisschen
schon mal vorbereiten kann, aber dass es jetzt so spontan ist, war halt nicht so gedacht. Aus Garros seiner Sicht. Ne? Spielerfeger, würdest du das jetzt wissend, dass es 20 Minuten dauert und du dafür keinen Bonuswürfel bekommst, sondern du einen Bonuswürfel erst bekommst, wenn du, Moment, 20, die höchste Dimension war 8? Genau. Wenn du fast 3 Stunden aufwendest, würdest du dann dieses Ritual jetzt anfangen? Nein. Gut. Also, dann sagen wir, Garrus hat angefangen zu zaubern, dann dachte er, ich bin noch gar nicht richtig wach, da habe ich nicht richtig nachgedacht. Und dann machst du stattdessen was? Dann würde ich die anderen hinterherrennen. Aber jetzt nicht nach oben, sondern eher nach unten. Weil ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe, aber ich würde dann denken, dass sie nach unten gerannt sind, durch die Eingangstür raus. So lange hast du nicht gebraucht. Also erstens würdest du das sehen, wenn du siehst, dass die Halle unten leer ist. Und zweitens ist da so eine Falltür offen und da regnet es in Strömen hinein. Dann würde ich hochklettern. Dann kommst du jetzt auch auf dem Dach an. Und ich sehe wahrscheinlich Dyle vor mir und... Ja. Der gerade wieder auf dich zugelaufen kommt. Während Cem irgendwo rumhängt und Gilder nochmal irgendwo rumhängt. Mich kannst du wahrscheinlich nicht sehen. Naja, deine Hände vielleicht, aber eher nein. Ja, also wie gesagt, ich warte, bis du hoch bist und renn dann an, kletter dir die Treppe runter. Dieses Mal aber schneller. Willst du nicht Cem helfen? Nein, ich fange ihn auf, wenn er runterfällt. Und kletter die Leiter hoch, runter. Aber das ist doch... Ach, dieser Gnom. Ich würde noch hinterher rufen, genau deswegen verlassen wir uns niemals auf dich. Du hast überhaupt gar kein Problem. Treppe runter aus dem Haus, es regnet in Strömen, aber um das Haus herum, da liegt er dann auch. Gehen wir erstmal nochmal aufs Dach zurück, um zu gucken, ob da noch wer liegt. Ja. Cem, Gelor, was habt ihr da oben auf dem Dach? Ich versuche erstmal wieder bis oben in die Mitte zu kommen. Okay, dann würfel nochmal Agility. Gelor, was treibst du auf dem Dach? Ja, ich häng da ja so toll an der Regenrinne fest. Ja. da ich nicht runterfallen möchte, würde ich versuchen, mich wieder hochzuziehen. Ja, die dann logische Sache. Erreichen. Würfel mal auf Physik. Na, also entweder du kehrt das nach oben zurück in die Mitte des Daches oder nach unten zu Gildor. Das musst du dich jetzt entscheiden. Dann kletter ich runter zu Gildor und versuche ihm die Hand zu reichen. Okay. Dann würfelst du mal Agility und Gildor würfelt mal Physik. Und ich würde Cem hinterher schreien, wenn ich jetzt auf dem Dach stehe, so, was machst du? Komm her, ich helfe dir hoch. Ich rufe dann rüber. Gildor hängt hier. Wo? Hier unten. Ich zeig, du siehst ja, wo ich hänge. Ich versuche, hier zu kommen. Komm du rüber und gib uns die andere Hand. Wahrscheinlich sehr dumm, aber ich würde versuchen, genau das zu machen und dann den beiden irgendwie zu helfen. Dann würfelst du auch mal Agility. Oh Gott, ich sehe mich schon darauf ein. Das Dach ist immer noch nass und glitschig. Oh Gott. Da ist der Einzige, der noch lebt, weil alle anderen vom Dach fallen. Gut. Na du. Also du hältst dich da tapfer. Nicht elegant. Aber geht so. Wie hält man sich mit der 13? Hält man sich noch einigermaßen? Ja. Also, ihr macht da keine großen Fortschritte, um da irgendwie vom Dach wegzukommen, aber ja, ihr hängt da. Also habe ich auch keinen sonderlich großen Erfolg, mich nach oben zu ziehen. Du hängst jetzt so mit den Ellbogen auf der Dachrinne. Sag mal, ja, wo ist ein Fortschritt. Wo hängen die denn jetzt genau? Also ich habe ja das Flachdach. Hinterm Dach, also nach hinten zum Hinterhof hin. Das kann quasi man hier ungefähr nicht sehen. Ungefähr da, wo die
nach oben auf der Karte. Ah ja, mhm. Ja, da hängen sie. Und da renne ich jetzt quasi runter in den ersten Stock und dann ins Erdgeschoss und dann die Tür raus und ums Haus rum. Ja, genau. Und genau, okay, nur um das mal für mich nochmal so, ja. Okay. Ja, und, also du kommst ums Haus rum, du siehst die da oben hängen. Also den Gedo siehst du ganz deutlich, die anderen siehst du nicht so deutlich, aber du kannst ihn so ausmachen. Es regnet immer noch in Strömen. Ja, und in dem Regen, also kurz hinter der Ecke, um die du biegst, du rennst fast drüber, liegt so eine dunkle Gestalt. Sehr gut. Ich nehme einen Lederriemen, den ich habe, bin dem die Hände auf den Rücken fest. Aha, wirf mal Perception. Cool, der bindet einer Leiche die Hände ab. Ja, das weiß ich nicht. Ob das, ich habe schon Dinge hier erlebt. Boah, kritischer Erfolg 21. Wow. Okay, also du merkst ganz schnell, der ist offensichtlich tot. Der ist tot. Gut, dann lasse ich das sofort und gehe dann quasi unten hin und versuche mich in eine gute Position zu bringen, falls einer abschmiert. Mhm. Dass ich so aussehe, als ob ich ihn auffangen würde. Ja. Nein, ich würde es auch versuchen, aber halt, ja, ich versuche auch zu überleben. Okay. Ja, also denkst du ein bisschen, hoffentlich ist es nicht Cem, der abschmiert. Ja. Wenn der irgendwie auf mich fällt, dann oh mein Gott. Schwer. Okay, ihr drei da oben, noch mal Würfel. Also ich versuche zumindest Gildor hochzuziehen mit. Ja. Oh, das wäre aber was ich machen könnte. Habe ich von hier unten vielleicht eine andere Perspektive, den größeren Blick auf die Situation, um ihn... Nee, eher sogar weniger, weil du außerdem Gildor halt nicht wirklich viel siehst. Weil, denk daran, es ist Nacht, es ist dunkel und du guckst nach oben in strömenden Regen. Also du blinzelst auch noch ständig. Ja, aber schau dir mal das Haus an, das ist ein Fachwerkhaus. Wenn da wir brauchen hier keine Hilfe. Doch. Wenn der von der Kante hängt, könnte es ja sein, dass er das in seiner Fußhöhe vielleicht so ein Balken ist. Und das könnte. Jetzt ist aber so, dass. Ja, es ist aber so, dass die Fachwerkhäuser halt verputzt sind. Also dieser Balken steht nur Millimeter vor. Er ist geschickt. Er kann auf Schnee laufen. Na gut, okay, alles klar. So, ja. Also Gerrit ist schon mal gut. Cem ist da drüber. Mit der 15, auch kritisch. Okay. Soll ich dann auch nochmal Physik würfeln? Ja, bitte. Ich hab das irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Agility. Nee, Physik, oder? Weil ich mich ja versuche hochzuziehen. Genau, bei ihm ist es eine Frage von Stärke, nicht von Geschicklichkeit. Das warten wir jetzt noch ab, weil das... Oh Gott! Ich stürze. Ja, also tatsächlich verlassen dich deine Kräfte und du gleitest ab und in der Sekunde, wo du den Halt verlierst, packen dich rechts und links zwei starke Hände und ziehen dich hoch. Weil sie beide kritisch gewürfelt haben. Das gebe ich euch jetzt. Oh ja, okay. Die epische Szene gönne ich euch. Und mit wehen im nassen Haar retten sie mich. Ja. Also ihr zieht den Gildor aufs Dach. Ja, wir ziehen dich so mal hoch. Hoch mit dir! Zum Glück hast du heute sehr wenig gegessen. Das ist der Punkt, warum ich ist der Punkt gewesen. Ja, wir versuchen in die Mitte und diese blöde Treppe da runter zu kommen. Ja, bitte. Ich will nicht länger auf diesem Dach bleiben. Freue mich bei dem Regen. Nee. Ja gut, da kann ich auch wieder reingehen. Aber ich schleife den Typ hinter mir her rein. Mit einer riesen Blutspur. Ja, da denke ich nicht drüber nach. Muss nicht unbedingt Blut sein, kommt doch auf an, wie der gefallen ist. Ich wollte gerade sagen. Also wenn das 6 Meter Tiefe sind, hat er definitiv einen offenen Bruch, je nachdem wie schlimm er gefallen ist. Auch wenn es nur Nasenbluten ist. Ja, der Boden unten ist hart. Ja, und dann sind wahrscheinlich sogar die Rippen gebrochen. Ja, aber husten konnte er ja nicht mehr. Also von daher müsste alles innere Blutungen sein. Oder? Werden wir gleich sehen. Ja, also ihr
drömt runter zum Dial. Ja. Er hat noch einen Moment Zeit, alleine, bevor die anderen zu dir kommen. Also du siehst, dass sie dir da hochziehen. Ja, dann ich ziehe ihn mit einer behenden Geschicklichkeit die Goldmünzen aus der Tasche und durchsuche ihn, bevor ich bevor die anderen mir wieder alles wegnehmen können. Okay, dann würfel doch mal Perception. Macht ihr so ein Papier, habe ich auch, wo ich die ganzen Checks vorgeschrieben habe. Perception 8. Das ist jetzt nicht so doll. Also du durchsuchst ihn eilig und findest nichts. Also gar nichts. Absolut gar nichts. Mhm, ja, gut. Was schon extrem verdächtig ist. Stoßen wir dann auch langsam zu. Normalerweise hat jeder gleich. Normalerweise hat jeder irgendwas in den Taschen. Naja. Ja gut, das ist erstmal seltsam, aber es könnte ja sein, er hat es irgendwie eingenäht oder so. Es ist ja unsicher. Du sagst ja selbst, ich stehe im strömenden Regen, so im Halbdunkel. Ich fühle einfach mal in den Taschen, aber finde halt nichts. Ja, bist du noch nicht. So. Ich habe noch was vergessen, Entschuldigung. Mhm. Ich habe noch was vergessen. Nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Das dafür. Entschuldigung, habe ich vergessen. Eigentlich hättest du noch einen Schlag kriegen müssen, als du ihn anfasst. Aber das ändern wir jetzt in ein Prickeln und ne, so. Also der ist immer noch ein bisschen aufgeladen. Als ob mich das irgendwie gestört hätte. Ja, es hätte dich. Also wenn ich jetzt nach dem Abenteuer gemacht hätte, hättest du jetzt für 2 Runden das Bewusstsein verloren. Tja. Die Werte sind auch nicht perfekt, also. Ja. Du durchsuchst ihn, du findest also auffällig gar nichts. Und dann kommen auch schon die anderen da um die Ecke. Ich würde so Wut im Brand auf ihn zugehen, sagen, sag mal, was soll das denn gerade für eine Aktion sein? Bist du vollkommen irre? Er wäre fast gestorben, nur dank uns ist er nicht gestorben. Lässt du so deine Freunde und Kameraden im Stich? Was soll das? Ich lege meine Hand auf die Schulter von Garrus und sage, alles gut, ich habe überlebt, das ist das Wichtige. Redet der Nein, letztendlich, es letztendlich ist wär's, nein, letztendlich wäre es schlimmer gewesen, wäre uns dieser Ganova davon gelaufen. Redet und ich würde mich in dem Raum mal umschauen, ob der Kugelschreiber noch irgendwo rumsteht. Welcher Raum? Ihr seid draußen. Ihr seid draußen. Ist draußen? Ich dachte, ja, er hat ihn reingezogen. Nein, er hat ihn gerade durchsucht. Dann hat er angefangen, ihn durch die Gegend zu ziehen. Ja, okay, dann sorry. Nicht er ist ein schlimmer. Gnom, der einen Menschen in strömendem Regen durch die Gegend zieht. Das geht nicht so schnell. Lass ihn sie reinschaffen. Interessiert es euch denn gar nicht? Ach, kommt. Erst reinschaffen. Ich will nicht weiter in dem Regen stehen. Vor allen Dingen nicht da, wo die Blitze rumtoben. Nein, die sind ja... Warum regt sich der Garrus denn so auf? Was ist denn los? Weil Gildo am Fenster hang und Hilfe brauchte. Ja. Und du nicht da warst! Du einfach sinnlos wieder reingerannt bist. Ach, du redest Du redest mit mir? Ganz ehrlich, Dial, du bist der schlimmste Abschaum, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Wie kann man so respektlos gegenüber seinen Kameraden sein? Wir haben schon so viel miteinander erlebt. Und ihr interessiert euch doch nur für euer eigenes Dasein. Wisst ihr was? Lasst mich erstmal in Ruhe und dann dampf ich ab. Und ihr fragt euch, warum auf euch kein Verlass ist. Was? Ja, komm. Ich schaue verwirrt zu den beiden. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Aber Dial, ihr seid bestimmt damit einverstanden, dass wir aus dem Regen rausgehen und diesen Haufen mitnehmen, oder? Ja, ich packe mit die Leiche. Und dann bringen wir die Leiche erstmal ins Haus. Ja, das schafft ihr auch ohne Probleme. Sobald wir im Haus sind, würde ich versuchen, den Herrn von Kugelschreiber auffindig zu machen. Ja, der steht da noch. Der ist irgendwie total aufgebracht.
Okay. Herr Kugelschreiber, wir... Ja. Wir haben ihn, ja. Also das waren wir nicht. Das war das Dach und der Regen. Ist er okay? Das ist trotzdem... Nicht so ganz. Aber was hat er denn? Was war denn da mit den Schreien und Klirren und warum sollten wir den aufhalten? Der Kugelschreiber sieht jetzt total schockiert aus. Meinst du, oh mein Gott. Ist es ihm was passiert? Ich guck mal nach, lebt er noch? Also er hat bisher kein Lebenszeichen von sich gegeben. Nee, obwohl ihr da rumgeschleppt und sonst was habt. Oh mein Gott. Das bitte... Ich muss weiter forschen. Ja. Also ihr merkt, dass der Kugelschreiber total überfordert damit ist, dass da jemand tot ist. Ja, aber warten Sie mal kurz. Für Leute, die nicht so abgebrüht sind wie ihr, ist das ja auch eine größere Sache. Ja, es ist ja auch eine größere Sache. Trotzdem möchte ich wissen, was der Typ für ein Gesicht hat und was er dabei hat. Ja, dann... Also, er ist halt in dunkle Klamotten gekleidet. Mhm. So wirklich ein bisschen klischeehaft. Aber ja, tatsächlich, man wird da im Dunkeln halt schlecht gesehen. Und du fängst so an, ihn abzutasten und Taschen und sonst was. Und er hat tatsächlich nichts dabei. Also wirklich nichts. Nicht ein Kupferstück. Auch kein Messer oder so? Kein Messer, keinen angebissenen Apfel. Mit was hat er denn vorhin geschlagen? Du hast nur scheppern gehört. Wir müssen gucken, ob er eine Waffe hatte, die vom Dach gefallen ist. Wir müssen gucken, ob er draußen eine Waffe hat, die vom Dach gefallen ist. Oh, du meinst oben auf dem Dach? Ja, eine könnte hier runtergefallen sein. Du meinst oben auf dem Dach, ja. Ja, also es liegt keine, sorry, kleine Details, die euch dann auch erst im Rückblick in Erinnerung kommen. Das Dach ist natürlich Arbeitsbereich vom Kugelschreiber, das heißt auch da liegt so jede Menge Zeugs rum. Ah ja, okay. Ja, also irgendwie noch irgendwie Holzlatten, die von der Dachkonstruktion übrig geblieben sind und ne, so Zeugs halt. Und bei Sturm übers Dach geweht werden und Leute erschlagen. Langsam weiß ich, warum da hier, warum die Leute sauer sind und Geld wollen. Ja. Das ist Schadensersatz. Nein. Also, es gibt einen aufregenden Unterschied in dem Haus zwischen den Bereichen, in denen Kugelschreiber am Werk ist und den Bereichen, in denen Kleinnase am Werk ist. Der hält Ordnung, aber ja. Gut. Also nein, auch unten, wenn ihr nochmal rausgeht und hinter das Haus und so weiter, nein, da ist auch keine Waffe. Ja, wie genau wollt ihr den untersuchen? Ja, komm, Garrus, Dial, komm mal her, du hast so schöne kleine Finger, mach dich mal nützlich. Was denn? Fühl mal überall nach, ob du was findest. Na gut, ich durchsuch den gründlich. Ja, du hast ja schon gesagt, eingenähte Dachen und so weiter, das heißt, ja. Du guckst jetzt tatsächlich überall nach, wo dir irgendwas einfällt. Dann würfel doch nochmal auf Perception Search. Schauen wir mal. Ach, scheiße. Wenn Perception nicht so deine Stärke ist, dann ist das mit dem Durchsuchen halt auch nicht so deine Stärke. Ich habe überhaupt keine Stärken, glaube ich. Ah doch, klar, 10. Könntest du mal eine zulegen. Nein, du findest wieder nichts. Hey, der hat nichts. Du bist durch alle Taschen und du hast so, nur so den Stoff seiner Klamotten so zusammengedrückt, dass wenn da was eingenäht wird, du das spüren würdest. Habt ihr schon was gefunden da drüben? Nein, Gildor. Wirklich gar nichts? Nicht mal irgendein Messer, Knüppel oder ähnliches? Gar nichts. Das kann nicht sein. Als ich oben rausgeguckt habe, ist irgendwas auf mich zugeflogen und hab die Falltür doch als Schutz genutzt und es hat gescheppert. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Irgendwas muss er doch dabei haben. Natürlich hat er mich ja mit irgendwas angegriffen. Es kann natürlich auch seine Faust gewesen sein. Aber nicht so hart.
Das Wurfmesser vielleicht? War das in dem Moment, wo der Blitz gefangen wurde? Dieser Blitzgeist? Nein, nein, das war deutlich davor. Sonst hätte ich gedacht, es sind diese Zugkräfte, die in den Winden... Nein, nein. Das hat was anderes gescheppert. Ich war ziemlich nah dahinter. Ja. Ich habe jetzt beim ums Auslaufen nichts gesehen. Aber ich habe auch natürlich auf sowas nicht geachtet. Lasst uns doch mal nachschauen, wer hinter dieser Maskierung steckt. Ach so, ja, das haben wir doch gar nicht gemacht. Das ist bestimmt... Ihr durchsucht ihn 20 Mal. Ich habe gesagt, aber die immer maskiert. Ist ein Mensch, niemand, den ihr kennt. Kein auffälliges Gesicht. Nichts Auffälliges. Also der ist halt auch eine Größe von einem Menschen, weil ich hatte die ganze Zeit gedacht, das ist ein Gnomen, den ich verfolge. Nein, ich weiß nicht warum. Nein. Nein, nein, okay. Es ist ein Mensch. Also es ist ein Mensch, okay. Ja. Der Gare ist kein Problem. Cem, hast du den schon mal hier gesehen? Ich meine, du kennst dich ja hier ein bisschen besser aus. Ist das einer von deinen Leuten? Ich meine, ich will euch nichts unterstellen, aber kennst du ihn? Vielleicht hast du ihn ja auch schon mal auf der Straße gesehen oder auch schon mal in eine Zelle gesteckt. Nee, das Gesicht habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also, mich wundert's halt, mit was er mich angegriffen hat. Das ist mir noch nicht bewusst, tatsächlich. Naja, entweder es liegt auf dem Dach in der Regenrinne, steckt in der Luke, liegt auf dem Flachdach oder liegt in der Ecke da rum, wo du gestanden hast, irgendwo hinter dir. Nee, du hast sie abgewehrt, oder nicht? Mit der Falltür, ja. Dann kann es auch runtergefallen sein. Letztendlich ist es auch nicht so wichtig, glaube ich. Letztendlich ist es eher wichtiger zu wissen, warum wir ihn verfolgt haben, oder? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe nur ein Rennen gehört und dann ist irgendjemand geflohen und ich weiß ich nicht genau. Warum ist er denn? Wer hat ihn denn entdeckt und wer hat gerufen? Hier, dein Freund da, der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Wo warst du denn als dieser... Was ist denn passiert? Also, ich habe meine Wache geschoben. Plötzlich hörte ich ein lautes was auch immer und ein Schreien. Und ich natürlich gleich hingerannt, um zu gucken, was los ist, falls es zu spät sein sollte. Und in dem Moment, als ich unten ankam an der Treppe, ist der Mensch da und schaue auf die Leiche. Über das Geländer und ich bin hinterher und den Gang entlang und dann kam Cem auch schon aus der Tür und wir sind beide ihm hinterher aufs Dach. Ja, und ich. Ich auch. Dich habe ich leider nicht mehr gesehen, es tut mir leid. Ich glaube, du kamst sehr weit hinter mir. Ja. Und ich habe ja kurze Arme, ich hätte dich gar nicht erreicht, aber ich hätte dich aufgefangen, deswegen war ich da unten. Ja. Naja, tut ja auch nichts zur Sache, aber vielleicht könntest du von Gnom zu Gnom mal mit dem sprechen und fragen, was und warum wir ihn jetzt verfolgt haben. Also und ich schaue nochmal, ob ich irgendwas über diesen was auch immer da herausfinden kann. Also ich glaube, dieser Kugelschreiber, der hat ganz schön einen am Sträußchen. Das glaubst du nur? Ja. Aber gut, vielleicht hat er schon mehr zu viele Blitze gefangen mit den Händen. Ja. Naja, versuch dein Glück. Ich glaube, Gleichgesinnte sind immer besser als Gesprächspartner als nicht Gleichgesinnte. Ja. Ja, Meister Kugelschreiber, was ist denn jetzt hier passiert? Du wolltest ja wahrscheinlich irgendwie einen Blitz fangen oder so. Ist der weg? Könnt ihr den aus dem Haus schaffen? Nein. Aber der kann hier nicht bleiben. Ja, muss er aber. Warum? Ja, weil wir keine
weil wir ja keine Leichen verschwinden lassen. Ja, aber... Der ist ja, aber es muss doch was... Was hat er denn gemacht? Du bist doch hier der Hausherr, das ist doch dein Problem. Der hat dich hier eingebrochen oder irgendwas. Ja, ich hatte Glück, dass ich in meinem Arbeitszimmer war. Das hat er zumindest nichts gestohlen. So, dann musst du zu den Wachen gehen und sagen, hier war ein Typ, der wollte klauen, wurde verfolgt von deinen Leibwächtern und ist vom Dach gefallen. Ja. Guckt so ein bisschen sparsam. Er guckt sparsam. Wie guckt man denn sparsam? Ich weiß es nicht, aber ich stell's mir wenig vor. Er guckt durch dich hindurch. Ja, dann meint er so, Kleinnase soll sich drum kümmern. Ja. Also der kam ins Arbeitszimmer, oder was? Ja, durchs Fenster. Ach, durchs Fenster. Und hat nicht, also der hat nichts gesagt. Es war doch erleuchtet im Arbeitszimmer, sicher. Ja, nicht viel. Nur so 2 Kerzen, ein bisschen zum Lesen. Warte mal. Ach so, das ist ja im Erdgeschoss. Und ja, wie hoch ist denn so ein Fenster im Erdgeschoss? Da kann man doch einfach reingucken, oder nicht? Also, auch wenn da Läden davor sind, kann man durch die Ritzen sehen, dass da drin irgendwas los ist, oder nicht? Ja, also hängt so ein bisschen vom Winkel ab, ne? Aber es geht ja man nicht könnte darum, theoretisch reingucken. Ja, dass man natürlich sieht man jetzt nicht irgendwie, wie viele Leute drin sind und irgendwas, aber man sieht, wenn Licht drin ist, sieht man es. Man würde sehen, dass ein Licht an ist. Das ist jetzt aber nicht so ungewöhnlich, irgendwie eine Kerze anzulassen des Nachts. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie in ein Zimmer reinkommen kannst und links neben der Tür ist ein Lichtschalter. Ja. In dem Fall ein Kerzenschalter. Ja. Also insofern ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man ne, die Leute, die genug Geld haben, um irgendwie sich Kerzen zu leisten, arme Bauern tun das ja nicht, die lassen dann häufiger auch mal ne, so eine Kerze im Zimmer brennen, wenn sie vorhaben, in das Zimmer nochmal zu kommen heute Nacht oder so. Es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, dass in dem Zimmer eine Kerze brennt. Das, was ich sagen will. Man hat ja auch so die Kaminöfen und so weiter, hat man ja auch häufig die ganze Nacht brennen lassen. Erstens, damit sie heizen und zweitens, weil es halt so ein Aufwand ist, das Ding wieder anzumachen. Es ist viel leichter, es einfach irgendwie leicht am Brennen zu lassen. Ja, gut. Das heißt, es könnte ein Zufall... Also er hat auch nichts gesagt oder so. Also, dass er mit dir geredet hat. Ja. Also, könnte daran liegen, dass ich ihn gesehen habe und geschrien. Und dann rennt er aber in das Haus und nicht wieder raus aus dem Fenster? Ja, also er war schon ein bisschen im Haus, also im Raum drin. Ich habe ihn nicht sofort bemerkt. Ich weiß nicht, vielleicht war ich kurz weggenickt oder vielleicht war ich auch einfach zu vertieft in meine Sachen. Ja. Das war so ein Schock. Bin nicht mehr sicher, was genau passiert ist. Aber ich weiß noch, plötzlich stand er da mitten im Raum. Ich schau mir mal die Fenster, das sind ja wahrscheinlich so Fensterläden, oder? Ja. Die sind von innen, also du kannst sie von innen so zuziehen und von innen verriegeln wahrscheinlich. Ja, also verriegeln nicht wirklich. Da ist halt, du legst halt so einen Haken drüber. So, wenn du dir das so anguckst. Also mit einem dünnen, biegsamen Stück Metall kann man das von außen aufmachen. Ach so durch die Richtung, also es ist einfach nur ein Riegel. So. Ja, ist nur ein Riegel. Ja. Durch die so Ritzen kannst du durch die Ritze und, ja genau. Ja. Also das wäre möglich. Müsste nichts zerstören, um da reinzukommen. Nein. Na gut. Und dann ist er durch das Studierzimmer hindurchgelaufen. An dir vorbei
in die Eingangshalle. Er stand ja schon mitten im Raum, also ungefähr auf gleicher Höhe mit mir. Ja. Und dann ist er an dir vorbei. Du warst noch, bist gerade so am Aufwachen, am Aufduseln, rennt durch die Tür. Nein, er ist nicht an mir vorbei. Ich saß da und er war hier. Aha. Das Studierzimmer ist jetzt nicht so ganz klein. Ne? Insofern, wenn er sagt, er saß da so in der Mitte an der, ja, es ist, hat die gleiche Zimmer, die gleiche Größe wie das Esszimmer. Ja, ja, sogar ein bisschen kleiner, aber das ist schon ordentlich groß, ja. Ja, genau. So in dem Esszimmer habt ihr halt irgendwie mit 6 Personen gut Platz gehabt. Da hätten noch 2 mehr an den Tisch gepasst, kein Problem. Ja. Das ist also kein ganz kleines Zimmer, ne? Das heißt, du saßt da auf dem Stuhl, öffnest die Augen und er steht mitten im Raum. Ja, also ich habe was gehört hinter mir und da gehe ich um und da denke ich so, ah! Und was hat er in der Hand gehabt? Das weiß was Hand? Keine Ahnung. Und wo ist euer Gehilfe? Na, der ist inzwischen auch die Treppe runtergekommen, der hat ja sein Schlafzimmer oben. Ja. Und dann ist er raus durch die Tür und die Treppe. Ja. Wer hatte ihn gestellt? Gedor, ne? Ja. Also Gedor, es sah so aus, als ob er Richtung Ausgangstür wollte. Aber du bist halt die Treppe runter und standst dann, ne, genau zwischen ihm und der Ausgangstür. Ja, genau. Und dann ist er halt stattdessen die Treppe hoch. Aber so von der Richtung, die er eingeschlagen hat, sah es eher so aus, als ob er zur Ausgangstür wollte. Okay, gut, gut, gut. Und dann ist er da hoch und am Ende vom Gang war auf einmal auch Bewegung und meine Hilfeschreie, weil dieser Verrückte mit dem Messer über mir stand. Und dann ist er die Leiter hoch, aufs Dach. Und dann ist er vom Dach runtergefallen. Ja gut, genau. Das kann natürlich... Aber meint ihr nicht, es wären 4 bis 5? Warum schicken sie denn jetzt einen Einzelnen? Irgendwas kann da nicht hinhauen. Verschweigt uns irgendwas? Vielleicht gehört er ja auch gar nicht dazu. Ja, das kann ja auch sein. Das weiß man nicht. Nur ein Einbrecher war oder so. Oder er wollte, ich weiß es nicht, irgendwas, eine Nachricht hinterlassen oder so. Gut, wir haben jetzt keine gefunden, aber das sagt ja nichts. Vielleicht liegt ja hier irgendwo eine. Liegt vielleicht auf dem Schreibtisch ein neuer Brief, der vorher nicht da war oder so? Ich wüsste nicht warum, aber ich kann schauen, ja. Ja. Also der Kugelschreiber geht kurz und schaut nach und meint dann so, nein, ich habe nichts gefunden, was nicht vorher auch schon da war. Ja, das, also ich glaube, wenn er eine Botschaft reingelegt hätte, das wäre sehr auffällig wahrscheinlich. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Ich würde mich vielleicht währenddessen, die sich unterhalten, dann doch nochmal an der Leiche zu schaffen machen. Weil ich einfach nicht glauben kann, dass er nichts dabei hat, weil ich sie auch scheppern gehört habe. Mit dieser Überzeugung, ich kann damit nicht leben. Nur mit einem Holzknüppel eingeknallt bekommen zu haben, ja? Eventuell fast mit einem Holzknüppel eine fast rübergezogen bekommen zu haben, ja. Ja. Ich war mit einem Knüppel, mit einer Holzlatte. Wahrscheinlich. Was genau machst du? Ja, was genau machst du? Naja, ich war ja jetzt nicht bei den letzten Durchsuchungen dabei. Deswegen würde ich, so gut es mein Würfelergebnis jetzt gleich vollbringen wird, die Leiche nochmal an jeglichen Ecken und Kanten auch nochmal gucken, ob er irgendwelchen Schmuck an den Ohren hat, weil das konnte man ja vorhin nicht sehen, der war ja vermummt. Also irgendwas Auffälliges. Er war nicht vermummt. Naja. Wie gesagt, war in dunkle Kleidung gekleidet. Ach so, also sein Gesicht war frei, oder wie? Ja, es ist halt alles dunkel. Okay. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal nach Auffälligen schauen. Und er hat schon so eine Kapuze drüber. Ja, ne? Ja, genau. Aber jetzt keine Maskierung oder so. Okay. Naja, ja, aber. Dann schau nochmal. Ja. Dann schau nochmal. Gott,
Was ist denn heute los, ey? Meine besten Werte werden schlecht, ey. Also du findest folgende wichtige Information heraus, die noch niemand vorher ausgesprochen hat. Nichts. Er ist nass. Er ist nass. Oh, geil. Oh, sehr gut. Na ja, gut, dann warte ich bis morgen. Vielleicht haben wir da, vielleicht, keine Ahnung. Er bleibt hier drin. Ich würde mal den Kugelschreiber aufs Korn nehmen. Sagt mal, erst werdet ihr erpresst von irgendwelchen komischen Banden. Dann bricht dir jemand ein. Ob das bei zusammen gehört oder nicht, weiß ich nicht. Aber ihr werdet in derselben Zeit von zwei Dingen gleichzeitig heimgesucht. Irgendwas kann doch hier nicht hinhauen. Was verheimlicht ihr? Was? Ganz viel, natürlich. Also meine Erfindungen, Geheimnisse, natürlich verheimliche ich die. Gibt's dabei vielleicht irgendeinen Angriffspunkt, den ihr gezeigt habt, den die Leute ausnutzen könnten? Das ist wertvoll. Natürlich wollen die Leute das angreifen. Niemand macht solche Erfindungen wie ich. Und darum werdet ihr erpresst und es wird versucht, bei euch einzubrechen von irgendeinem komischen, amateurhaften... Keine Garris. Ahnung was? Garris, das hätte jedes Haus treffen können, das ist dir bewusst, oder? Du meinst, es ist Zufall, dass beides gleichzeitig oder fast gleichzeitig geschieht, während wir hier angeheuert werden, dass in derselben Nacht noch jemand einbricht? Naja, gerade weil, wenn die Einbrecher wissen würden, dass wir angeheuert werden, würden sie genau das nicht mehr tun wollen, oder? Aber die Schlaghöhe von dem, das ihm geschadet werden will, ist ziemlich hoch, meint ihr nicht? Meine, wie gesagt, die Banditen... Jetzt naja, es ist jetzt auch kein Ritter. Unauffälliges Haus, oder? Nicht gerade meins. Oh, Katerchen. Natürlich versuchen Menschen... meine Geheimnisse zu stehlen. Selbstverständlich versuchen sie das. Ich bin der größte Erfinder. Ganz Nordpalast. Gut, also ich glaube, wir bekommen heute Abend nichts mehr raus. Und ich bin erstens nicht nur tretschnass, sondern auch noch echt fertig. Ich meine, irgendwie war ich auch mal kurz weg und auf einmal hänge ich an einer Regenrinne. Lasst uns doch auf den morgigen Tag warten und diesen Tag endlich ausklinken lassen. Da fällt mir ein. Garris, warst du nicht mit der Wache dran? Ich leg mich auf jeden Fall hin. Ja, war ich. Oh, und nein. Ja, ihr wärt auch noch fast gestorben. Übrigens, Dial, als letzte Erwähnung vielleicht noch. Danach seid ihr mir auch einfach egal. Der Letzte, der gemeint hat, Freunde zu verraten, der ist gestorben. Aber man merkt ja, dass es so eine hohle Drohung ist. Naja, gut. Gut, gute Nacht euch allen. Ja, und wehe, du lässt hier irgendjemanden rein. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Oder tötest jemanden. Passt nur auf, dass nichts passiert. Gute Nacht. Ich würde doch niemanden töten. Ich würde eher versuchen, jemanden von der Ringrille zu helfen und ihn nicht einfach da hängen zu lassen. Ist okay. Ist okay. Ich bin schlafen. Gute Nacht. Gut. Bin ich der Einzige, den sie kümmert? Naja. Ich meine, ja. Also, du hast die halbe Nacht Zeit, darüber nachzudenken, weil warum die Leute, die tatsächlich auf dem Dach waren, das anscheinend viel weniger stört als dich. Der ist schizophren. Das werde ich auch. Der steht mit dem Messer an meinem Bett und hält mir den Mund zu. Der ist wahnsinnig. Wir müssen den loswerden, ohne Spaß. Das denke ich mir auch von dir. Eine unruhige Nacht. Eine unruhige ich Nacht. Ich schlaf keine Minute. Ja, also irgendwann fallt ihr dann doch alle in Schlaf und wacht am nächsten Morgen auf. Nein, ich habe ja die Wache. Zu dem angenehmen Geruch von gebratenem Speck und Eiern.
ob der Speck von dem von gestern ist. Die Leiche ist verschwunden. Die ist verschwunden. Oh, nein. Oh Gott, Hilfe. Nein, es ist ganz normal. Es ist doch der Speck. Es ist ganz normaler Speck. Nein, also Kleinnase hat Frühstück gemacht. Und damit beenden wir den Spielabend. Das ist mal ein angenehmer Cliffhanger. Mit menschlichem Speck. Nein. Naja. Naja. Echt zu paranoid hier. Ich habe ein Abenteuer, das ich vielleicht mal auf euch hetze, wo Paranoia sich dann auszahlt. Weil tatsächlich alle hinter dir her sind, aber. Das wäre ja auch zu früh. Der muss ja erstmal 6 Wochen abhängen und ausbluten und so. Ja. Stimmt auch wieder. Ja. So, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind dann 6 Erfahrungspunkte für jeden. Und wer hatte denn die beste, dümmste oder lustigste Idee? Also das mit dem jemanden mit nach der Hintergrundstory, was da schon alles passiert ist, mit einem Messer zu wecken. Ja, ich fand, das war das. Strange. Das gehört ganz klar Garrys. Mit erst das Messer zu ziehen und dann zu wecken, das war der Unterschied. Und dann den Mund noch zuzuhalten. Und dann noch den Mund zuzuhalten. Das war und dann den Schuh in die Hand zu nehmen. Ja. Nein, so offen hat er nicht. Punkt. Also der Punkt geht an Garrys, weil ich glaube, an der Szene haben wir uns alle scheckig gemacht. Ja. So. Das war einfach nur gedacht, so ihn aufzuwecken, mich zu verteidigen, dann sein Geschrei zu unterbinden und gleichzeitig Stimmen zu wecken. Ja. In deinem Kopf machte das alles Sinn. Ja. In unserem Kopf macht das einen ganz anderen Sinn. In dem Kopf eines Triebtäters macht es total Sinn. Du willst das. Ja. Nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Und der zweite Bonuspunkt für das beste Rollenspiel. Da würde ich sagen, eher an Dial, weil er so egoistisch war und da also wirklich abgehauen ist, versucht hat, auf seine komisch verschrobene Art und Weise aufzufangen. Ich habe jetzt gar keinen Bock, das als Style auszuspielen, weil das mir echt zu blöd ist. Aber du hast es echt nicht verstanden, oder? dass ich da komplett sinnlos oben auf dem Dach gewesen bin und dass ich das auffangen. Ich wollte die auffangen, wenn er eine abstürzt. Ja, das aber war seine wahre Intention dahinter. Ja, aber aus 6 Metern Höhe? Ich würde davon ausgehen. Versuchen? Also ich würde, probieren du, geht du über sollst studieren. Das, du sollst das natürlich jetzt nicht in dein Spiel einbeziehen. Das ist vollkommen klar. Ne? Also das, es kann ja sein, du hast es nicht geschnallt als Mensch oder du hast es nicht geschnallt als Figur. Das ist vollkommen egal. Also du hast ja in der Situation nicht geschnallt. Aber ich bin komplett fassungslos, also als Style jetzt, dass du das nicht verstehst. Und ich erkläre dir das nicht, weil ich denke, das kann doch nicht dein Ernst sein. Der ist wahnsinnig. Ja. Yeah. Ja, aber so kommen Missverständnisse zustande. Ja. Wenn man so ein bisschen Lab oder Rollenspiel gespielt hat, dann weiß man, wie Kriege beginnen. Ja. Einer sagt was Dummes, der andere antwortet was noch Dummes drauf. Dann erzählen sie das zu Hause noch wieder anders, als es tatsächlich geschehen ist. Und beide Herrscher sind so dieses Arm. Oh, ich habe heute Kommunikationsunterricht gemacht. Ich habe alle fast nur Frauen drin. Ich glaube, so eine Gruppe von 15 Leuten, davon sind 3 Männer. Und dann habe ich es geschafft, als Frauenfeind alle Frauen gegen mich zu bringen, um die mal wachzurütteln. Boah, waren die sauer. Die erstmal runterzubekommen, das wird lustig. Dann sagt wie man, war das? So, und jetzt seid ihr alle drauf reingefallen. Und dann sitzen die dort und ärgern sich trotzdem noch. Okay. Ja. So ist es. Gut.